Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge von Command Block City. Ich war auf Minecart schon, denn gleich startet ein Stream, aber das tut nichts zur Sache, außer dass die Folge ein bisschen kürzer wird und es gibt mal was Neues. Und zwar sind wir hier im Klettergarten, oder? Kletterparkgarten? Ja. Hochseilgarten? Na, wie man es nennen möchte. Und hier gibt es erstmal ein schönes Jump and Run, aber es soll natürlich auch was passieren, wenn der Spieler flupp runterfällt. So, heißt, ich programmiere das Ganze jetzt. Und du hast hier schon einen kleinen netten Aufzug gemacht, der, nee, nicht Aufzug, gerade sondern Seilbahn, der nicht mehr da ist. Achso. Ich spawn jetzt neu. Gut, ich schau mal, ab wann man denn teleportiert werden soll. So, ab dieser Höhe hier. Das heißt, wir nehmen uns erstmal zwei Koordinaten. Ich verstehe, MC Stacker. Du verstehst MC Stacker. So, also wir nehmen uns zwei Koordinaten hier einmal raus. Zwischen. Junge, was war das? Minecraft für kranke Sachen, die Leute. Zwischen denen der Spieler zu einer gewissen Position teleportiert werden soll. Ah, hier liegt aber ein Sprung zwischen. Das heißt, wir müssen den Bereich ein bisschen eingrenzen. Oder wir machen es so, sobald der Spieler den Boden berührt. Also bekommt er Schaden. Dann machen wir, sobald der Spieler zwei Blöcke über dem Boden ist. Wenn das geht. Weil wenn er dann springt, dadurch ist er nie zwei Blöcke hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Das packen wir dann später noch mit einer Cap zusammen, aber jetzt mache ich es erstmal so. Den Command-Block finde ich hier nicht. Slash, give mir. Du hast keinen Command-Block immer griffbereit? Nee. Was? Kenne ich gar nicht von dir. Ich clear meinen Dings gerne. So, Command-Block, so. So, da kommt einfach mal hier hinten. Execute as Creative Simon erstmal. Dass du dich in den Aufnahmen nie vorbereiten kannst. Add as if Block. Oder wir machen so eine zweite Ebene. Aber das würde sich dann. Nee, ist eigentlich dämlich. If Block von mir aus minus 3, sage ich einfach mal Grass. Oh mein Gott, ich habe mal was in meinem Leben erreicht. Das schaue ich mir gleich an. Warte. Add S. Ah, das Problem ist, soll der Spieler dann immer zum Start? Nee, eigentlich nicht. Na gut, man könnte es noch mit einem Waypoint-System später verknüpfen, aber ich möchte ja das Grundlegende erstmal testen. TP. Add S. Oh mein Gott, ich habe was erreicht im Leben. Run natürlich und dann teleportieren wir den Spieler. Wollen wir mal diesen immer an so einen gewissen Sound immer erinnern. Aha. Fällt mir auf Anhieb jetzt nicht ein. Run, dö. Ach, das ja. Aus Copyright und Artikel 13 Regeln nicht eingefügt. Ich hab's oft benutzt im Video und es war immer okay. Okay. Na gut, wahrscheinlich weil es ein kurzer Clip ist. Okay. Schauen wir mal. Obwohl die Ansicht müsste so sein. 00. 00. Okay. Und jetzt schaue ich mal. Ne, nicht Shane, sondern ein Repeating Command Block. So. Dann schaue ich mir gleich an, wenn ich da bin. Ups, ich bin runtergefallen. Ja, ich mach grad auch Technik weiter. Funktioniert genau nicht. Ach so, weil ich Grass eingegeben hat und nicht Grass Block. So, das Ganze müssten wir dann später vielleicht auch noch auf Gravel machen. Na, ich werde einen Block unterteleportiert. Das heißt 56. Okay. Lalala. Ja, die unendliche Treppe. Ja, die Idee mit dem Gas ist natürlich nicht so ganz gut. Hey, jetzt ist es wieder niedriger, das Teil. Vorhin war das Teil hoch, jetzt ist es wieder niedrig. Ja, weißt du warum? Weil sich das erst berichtigt. Ich setze immer einen Armor-Stand drauf, schon seit 5 Minuten. Ich habe schon zweimal einen Armor-Stand draufgesetzt und ich bin trotzdem jetzt wieder auf
hier schlussendlich auf der gleichen Höhe. Das ist sehr komisch. Warte, ich kill nochmal alle. Vielleicht packen wir dann doch eine Death Plane einfach hier rein, alles auf der Höhe. Das Problem, was ich damit jetzt habe, ist eigentlich, dass man dann aber jetzt, wenn man hier ist, auch teleportiert wird. Das heißt, die müsste vielleicht schon hier anfangen. Problem ist dann, die befindet sich auch auf der Ebene. Schau mal, jetzt passt es wieder. Das und ist gleich, so komisch. Ich werde sagen, gleich wird es falsch sein. Und das ist sehr komisch. Da sagst du was. Na, 5 Minuten plus schon in der Folge und kein Erfolg. Oh, naja, bitter. Teils. Das Problem ist, wenn ich halt die Deathplane auf eine gewisse Höhe einfach setze, da das Jump'n'Run ja an Höhe gewinnt. Na gut, hier am Anfang könnte man doch sagen, man läuft einfach zurück, aber alles, was weiter oben ist, das könnte ich eigentlich mit einer Deathplane so ab hier absichern. Das wäre eine Möglichkeit. Also wenn überhaupt das funktioniert. Was ich mit Deathplane meine, ist halt, dass wenn der Spieler jetzt hier runterfällt und sagen wir, diese Blätter sind jetzt Luft, dann wird man ab hier einfach zu dem Checkpoint, sag ich mal, teleportiert, was dann dieser hier wäre. Mein Problem dabei ist jetzt aber, na gut, die Deathplane muss nicht unbedingt hier vorne sein. Hier kann man dann noch zurücklaufen. So, wartet mal, wenn man hier ist. Ja gut, wer springt hier selber runter? Das wäre halt dämlich so. Hier läuft man drüber. Leute, ist euch was aufgefallen an dieser Folge? Stimmt, ihnen ist aufgefallen, dass ich meinen Shader nicht drin habe. Ich glaube, ich sollte ihn einfach drin lassen, aber manchmal nervt er halt. Nee, was anderes müsste euch aufgefallen sein. Fällt's dir ja nicht ein, Simon? Ich baue nicht an der U-Bahn. Ja. Okay, jetzt ist es so, was man erleben darf. Ja. Sehr besonders. So, ich hole mir jetzt erstmal eine Koordinate. Genieß die Folge, danach wird es wieder langweilig. Ja. Mal sehen. So, ich packe einfach die Ecke der Deathplane ganz hier drüben hin. Na, vielleicht doch noch ein bisschen außerhalb des Kletterparks. So. So, du wirst es gleich ganz kurz Koordinaten sehen. Macht nichts. So, ist das die richtige Höhe noch? Du solltest Koordinaten sehen. Das ist die Höhe 62. Das hier ist auch die Höhe 62. Gut, dann gehe ich bis hier raus, weil es könnte ja jemand in die Richtung springen. Warum auch immer. So, und dann gehen wir einfach rüber. Gut, ich muss jetzt deine Seilbahn außer Acht lassen. Heißt, Deathplane geht strikt hier dran vorbei. So, und dann natürlich nachher auch auf Höhe 62 runter. Das ist alles Seilbahn hier, das heißt, wir gehen einen Block rüber. Gut, und dann hier auch auf Höhe 62. Ja, sollte so passen. Und das testen wir gleich dann mal aus. So, irgendwie ging es nämlich so mit Koordinaten. Okay. 5 Minuten haben wir gut noch. Und dann wär's das. Ich meine, man konnte nämlich halt einen gewissen Bereich abfragen, ob da ein Spieler drin ist. Okay. Koordinate 1. Kann es sein, dass es begrenzt ist, wie viele Armor-Stones aufeinander können? Dass es daran liegt? Nicht, dass ich wüsste. So. Okay, da ist mein Endpunkt. Ich mach mal Tag schnell. So.
slash fill. Ich fülle zwar nichts, aber so kann ich die Koordinaten hier reinbekommen. So, das brauchen wir auch alles nicht mehr. Das sagt uns nur, ob der Höhe ist die Death Plane. Achso, Moment. Die soll nur. Die soll beginnen ab hier vorne. Das heißt, wir müssen eigentlich von hier nochmal rüber. Und dann schauen, wo wir mit dem Stein matchen, den wir. Wohin ich bin gerade am Verzweifeln. Warum klappt das? Ich setze jetzt einfach die Plattform tiefer. Also ich weiß es nicht. Das geht auch, ja. So. Wir haben den Block jetzt hier. Minus 50, 439. Wir müssen 439 bekommen. Das ist der Block. Das heißt, das hier ist das Ende der Death Plane. So, und das sind meine Koordinaten. Mal schauen, ob wir in diesem Part noch was damit anfangen können. Weil ich gerade am Überlegen bin, wie das denn nochmal war. Also. Wir löschen erstmal ein bisschen raus. Execute. If. Creative Simon erstmal. Ne, execute as. Creative Simon. Dann kommt nachher add P mit. Oder add A mit einer gewissen Kappe. Add, also beim Spieler. Add S. If. Entity at S ist und da muss dann XYZ rein, glaube ich. X ist gleich Y ist gleich und Z ist gleich Z aber klein, Z klein, Z klein, so und dann DX ist. Hey, ich wollte da nicht raus. DX, also die zweite Koordinate, ist gleich das. Komma DY ist gleich das. Und DZ. Ich möchte immer mit Enter bestätigen, aber es stimmt nicht. DZ ist gleich das hier. Das funktioniert schon mal. Und dann noch Distance ist gleich. Punkt, Punkt, 0, Punkt, 2, 5. Muss, glaube ich, mit dazu. Und dann add, add s, run, say. Run. Tot. Ja, rip. So. Jump, jump, jump. Gut ist schon mal, dass ich jetzt nicht hier irgendwie tot in den Chat bekomme. So. Vielleicht habe ich das Ganze aber auch falsch gemacht. Okay, wir schauen einfach mal. Das funktioniert noch nicht ganz. Das ist wahrscheinlich irgendein Noob-Fehler, den ich wieder gemacht habe. Oder muss es ohne die Distanz? So, geht das hier? Nein, er sagt nicht tot. Hast du mich gerade irgendwo abgeworfen? Nee. Würde gerade. Wartet mal, was ist, wenn ich bei der genauen Block hier bin? Nee, da sagt er auch nicht tot. Der war richtig, oder? Ja. Hi. Mist, verdammt. Das denke ich mir gerade aber auch. Und nee, weil ich die U-Bahn. Weil. Nee, Quatsch, ich sag schon U-Bahn. Das Ding so tief ist und die Pressure Plate aktiviert wird. Und die Pressure Plate sorgt dafür, dass das Ding wieder hochfährt. Das, aber es soll nicht hochfahren, wenn es noch nicht mal unten angekommen ist. Der Spieler soll Zeit haben, auszusteigen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich heute. Du hast mehr geschafft. Mehr geschafft als ich. Na gut, ich habe das Basic-Prinzip. Ich muss nur noch mal schauen, wie man es richtig anwendet. Ist doch normal, dass ich mehr schaffe als du. Ja, klar. Gut, dann würde ich sagen, für heute war es das eine etwas kürzere Folge, aber mit 15 Minuten. Einmal mit der Bahn, auch wenn nicht ganz. Okay, ich fahre einmal mit der Bahn noch. Die Zeit muss sein. Ich fahre mit der Bahn schon mal hoch. Und hier ist, denke ich mal, der Button. Hui, Seilbahn. Aber eigentlich würde man. Ja, das ist das Problem, die Pressure Plate sorgt halt dafür, dass das Ding direkt hochfährt.
wenn du eine Stein oder eine andere Pressure Plate machst, ich glaube, das bringt nichts. Achso, ich als Spieler, okay. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, mein Outro ich mache. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.